Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Jetzt hier bei dem letzten Set zum Retro Cup wollte ich gerne nochmal Fiaro ausprobieren. Ich habe ja eine fette Gesteinsschwäche und auch eine Wasserschwäche und Elektroschwäche auch, aber davon gibt es jetzt hier nicht so viel. Jetzt, wo ich das laut ausgesprochen habe, treffen wir bestimmt was. Habe ich tatsächlich meine Backline beibehalten, weil die beiden kommen eigentlich gut gegen Wasser und Gestein an. Von daher dachte ich, ist vielleicht ganz witzig. Ich muss halt immer mal gucken, guck mal, das hier haben wir ja gelernt, dass man das sehr gut ausspielen kann, meine Freunde. Ehrlich gesagt, kann man das wirklich, wirklich gut ausspielen. Und schon mal ein Einäschern auf dem Pokémon drauf zu haben, kann ultra der Game Changer sein. Ich würde tatsächlich räudigerweise mit dem ersten Move ködern und ich hoffe, das ist kein Fehler gewesen. Oh, tatsächlich war es einer, aber wir haben mal gesehen, wie viel Schaden das macht. Das wollte ich eh herausfinden. Und die Flora-Statue wissen wir auch, dass die jetzt vom Schaden her ausreicht, um den Gegner zu besiegen, was natürlich ultra wichtig ist. Ich meine, der Schaden sollte ausreichen. Es sei denn, er macht jetzt hier Two Steps Ahead mäßig und schildert das. Es reicht nicht aus, krieg ich dich gefarmt. Mein Freund, das wäre. Oh, ist das schick. Leider funktioniert das nicht komplett. Ah, es ist wieder diese eine KP-Geschichte. Aber tatsächlich auch nicht allzu tragisch, denn wir haben Energie auf dem Pokémon. Eins, zwei und hier. So eine Flora-Statue, die drückt halt trotzdem. Die tut dir weh, ob du das möchtest oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass sobald ich gleich mit Fiaro drin bin, der Gegner rausgeht und mir wieder einen Walzer-Move drückt. Richtig? Nee? Tut er noch nicht. Okay, dann ist das wahrscheinlich der Wirbler. Was könnte sein letztes Pokémon sein? Das ist jetzt gerade super spannend, meine Freunde. Ich weiß es nämlich nicht. Und tatsächlich genau das, was eingetroffen ist, das, was ich prediktet habe, trifft ein. Ne? Es könnte von mir theoretisch ja auch ein Sturzflug sein, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Spukball kann er nicht einsetzen, lohnt sich nicht. Das heißt, er muss entweder warte mal. Ist das schon direkt ein Hyperstrahl? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Hyperstrahl gemacht. Verdammt. Okay, es hätte nicht dümmer ausgehen können für mich, dass ich hier tatsächlich den Move schilde. Ist das. Na, es ist das Räudigste, was mir passieren könnte. Ah, ist das doof. Ist das doof, ehrlich gesagt. Das sollte natürlich nicht passieren. Ah, mies. Voll dumm gelaufen, ne? Mega, mega dumm gelaufen. Okay. Das heißt, er hat so ein Team am Start. Geht er jetzt direkt raus? Nee, tut er nicht. Er hat sich nur schon mal eine Attacke geholt. Kann ich verstehen, wie viel Schaden macht er jetzt? Er muss hier eigentlich schilden. Kann ich rausgehen? Er schildet nicht. Dann muss er hier schilden. Tut er nicht, dann geht er drauf. Perfekt, okay. Ersten Kampf mit dem Fiaro-Team finde ich schon mal in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wir mussten jetzt aber auch selbstverständlich zwei Pokémon haben in der Backline, die nerven. Natürlich genau das, was auf mich warten muss. Ne? Es ist genau das, was auf mich warten wird und auch immer passieren wird irgendwie. Gefühl, ne? Ich komme jetzt hier auf diese dunkle Seite der Macht und glaube an den Algorithmus und nur der Algorithmus macht, dass ich verliere. Eigentlich gewinne ich jeden Kampf, aber naja, hey, hab mit einem Pokémon aus der Backline keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Von daher, mein Freund, möchten wir mal gucken, wie wir das Ganze hier machen. Wir sind ja timingsmäßig bisher ganz gut unterwegs und machen jetzt auch erstmal mehr Schaden. Er wird schilden. Problem ist nur, dass er mich gleich abschwächt und ich dann um ganze 2 Stufen schwächer bin. Was er nicht genau, das willst du halt nicht, ne? Das willst du nicht. Er wird so oder so schilden. Von daher könnte man auch einfach einen Sturzflug wagen, damit er mich danach besser runterfahren kann. Damit ich vielleicht hoffentlich jetzt mit der eigenen Attacke draufgehe. Das wäre mir eigentlich sehr wichtig, dass er da nicht nochmal mehr Farm kriegt, als es unbedingt sein muss. Aber es passiert genau das. Ah, es ist dumm. Dann war es doch dämlich,
Ist das jetzt dein Ernst, dass ich nicht mal zur Attacke ausgeholt habe? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich habe nicht ausgeholt? Wen willst du denn veräppeln? Wen willst du denn hier veräppeln, mein Freund, dass ich nicht ausgeholt habe? Jetzt mal ohne Mist. Kannst du doch keinen erzählen, dass ich da einfach nicht zur Attacke aushole? Komm schon. Was ein Bullshit. Das ist doch absolute Grütze, meine Freunde. Das ist genau das, was nicht passieren soll. Er macht das im Gleichstand, ist tatsächlich gar nicht so tragisch. Oh, gut, dass du mich besiegst, dann kann ich jetzt einfach hier mit reinkommen und du schaffst keine Attacke mehr. Was passiert jetzt? Kommt Taurus wieder oder kommt da was anderes rein? Okay, wait a second, schaffst du überhaupt einen Nahkampf, mein Freund? Du musst meine Konfusion rüber transferieren, ja? Du hast eigentlich keine andere Möglichkeit, sonst bist du nämlich jetzt weg vom Fenster. Und dann hat sich das für dich auch erledigt. Und nee, der Schaden kam nicht an. Wen wollt ihr veräppeln, meine Freunde? Wen wollt ihr hier veräppeln, dass mein Schaden nicht ankommt? Überlegt mal. Stell dir mal vor, er hätte einen Karateschlag eingesetzt, wäre dann rübergegangen, damit die Konfusion da ankommt, um dann Faxen zu schieben, um dann eventuell einen Nahkampf zu schaffen. Dann hätte ich verloren, weil ich Taurus nicht besiegt habe und keine Attacke gemacht habe. Deswegen hätte ich verloren. Wäre doch dumm. Wäre doch richtig, richtig räudig gewesen. Weil ich hätte ja eigentlich so konfusionsmäßig ausgeholt und dann macht er jetzt einen Sturzflug, wird abgeschwächt, ich besiege ihn einfach ganz normal. Wäre doch viel zu schön gewesen. Ja, Seppi Royal gegen die Backline, eigentlich auch super gewesen, ne? Eigentlich ist man da auch gut aufgestellt. Da will man natürlich nicht gegen kämpfen. Aber wir gehen auch direkt raus, bevor ich da eine Attacke fresse. Und machen das hier. Okay, du kommst rein. Spielst du denn mit Nachthieb oder mit Aeroas? Wenn du Nachthieb hast, bist du nicht so gefährlich, wie du aussiehst. Ja, deine Attacken sind sehr effektiv. Aber guck dir meinen Schaden an. Guck dir den Schaden von meinen Attacken an. Das heißt, wait, wenn du wirklich Nachthieb hast, dann ist das nicht dein Matchup, mein Freund. Ja, du hast leider den Move, den ich tatsächlich fürchten muss, was nicht schön ist. Da ich den Gleichstand gewinne, kann ich hier die Attacke rauszimmern. Du musst jetzt entscheiden, was du tust. Du schildest, okay. Riecht nach Runterfahren mit Fiaro. Sehen wir das gerade alle genauso? Ah, clever gemacht. Krieg doch noch einen Boost. Krieg doch noch einen Boost. Egal, wir farmen trotzdem. Einfach ganz entspannt, denke ich mal, runterfarmen und dann mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Er könnte jetzt theoretisch direkt in der Animation rauswechseln, um mir nochmal seinen Walzer zu drücken. Ne? Okay. Ich glaube, will ich auf Sturzflug gehen? Ja, komm, warum nicht? Ja, der Walzer macht dann gleich fetten Schaden, aber ich kriege entweder ein Schild oder tun dem Gegner extrem weh. Okay, wir tun ihm weh. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt hier gegen kämpfen. Und das ist erstmal in Ordnung, glaube ich. Ich habe ja auch keine andere Wahl, als das jetzt hier komplett auszuspielen. Wechsel wäre geil gewesen, damit Fiaro gegen ihn kämpfen kann. Aber das ist leider nicht eingetroffen, das Matchup. Von daher müssen wir mal das so ausspielen. Und kommen hier nicht drum herum. Ach ja, es war jetzt hier in meinem Kopf schon wieder nur halb so schlimm für den kleinen Tim. Ne? Ihr wisst Bescheid. Cosmo und Wanda. Ah, ich bin manchmal so durch, ne? Ich bin manchmal so durch. Die Wechseluhr ist noch nicht am Start. So. Wirst du denn? Eigentlich kannst du es dir nicht erlauben, das hier zu schilden, glaube ich. Du wirst das durchaus, ja, perfekt. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich hier dann nochmal die Attacke rauskriege. Das bedeutet, dein Move macht ein bisschen Oh, das ist der Move. Schaffe ich denn zufällig noch den Move gegen dich? Bitte. Nee, leider nicht. Oh doch. Oh mein Gott, Fiaro, das ist perfekt. Oh, genau dafür lieben wir dich jetzt gerade. Das heißt, der Gegner schildet, verliert seinen letzten Schild. Ich setze einfach nur meinen Wirbler ein. Guck mal, den ich jetzt habe. Bam. War das ein Gleichstand? Oder war das keiner? Ich glaube, das war keiner.
Und wenn du jetzt gleich den Gleichstand gewinnst, könnte es dann nochmal knapper werden. Aber du hast keine Attacke ready. Das heißt, jetzt kommt mein Move und wir haben es nochmal gewonnen. Das war jetzt gerade ultra knapp mit Fiaro. Und ich bin mega happy, dass wir das da nochmal hingekriegt haben. Das ist richtig geil. Und zwar so richtig, richtig geil. Perfekt. Kann eigentlich nicht besser laufen jetzt gerade. Das war schon sehr, sehr schön, muss ich ja mal zugeben. Die Frage ist nur, wie es jetzt in den nächsten Kämpfen weitergeht. Ja, ich habe jetzt für heute noch Sets. Ich meine, ihr seht das Video ja einen Tag später. Und ich wollte jetzt nicht bis 22 Uhr warten, bis zum Rotationswechsel, um dann aufzunehmen und das dann zu bearbeiten, hochzuhören. Wird mir alles zu spät. Deswegen gibt es heute nochmal so einen Kampf. Das ist natürlich nicht so geil. Ich gehe einfach mal frecherweise hier rein, was jetzt im Nachhinein eigentlich ultra dämlich war. Ich dachte, hey, vielleicht ganz gut, besser als Kommandutan, weil ich will ja nicht direkt in meine härteste Bestrafung gehen. Aber das war nicht clever, meine Freunde. Das war, glaube ich, nicht so clever. Und wir hätten hier gerade sehen können, dass Flora-Statue eigentlich immer das ist, was man einsetzen möchte. Wo fängt er jetzt meine Attacke ab? Könnt ihr mir das sagen? Auf Kommandotan, okay. Das ist natürlich mega ärgerlich, aber auch verständlich. Warum soll er den da fressen, wo es weh tut? Weil man muss ja einfach mal sich eingestehen, dass Dragonair nicht gerade das defensivste Pokémon ist. Von daher will man da die Attacke nicht drauf bekommen. So. Problem ist, ja, guck mal, er darf jetzt gerne hier einsetzen. Er kann auch noch ein zweites Mal einsetzen. Dragonair wird halt nervig. Und ich kriege keine drei Attacken, damit ich eine Ladeattacke ready habe. Deswegen gerade gar nicht so schön das Ganze. Er hat jetzt gewartet, ob ich rauswechsel oder nicht. Kann ich verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Wenn Dragonair kommt, will ich eigentlich nicht drinbleiben. Weil dann müsste ich gleich schon nach kurzer Zeit den Nassschweif schilden. Da habe ich keinen Bock drauf. Cresselia auf der anderen Seite ist natürlich auch ultra, ultra nervig. Eigentlich gar nicht so schlecht das Matchup für mich durch meinen Wirbler. Aber der Gegner hat halt einen Schildvorteil. Was die ganze Sache nicht unbedingt gut aussehen lässt. Eigentlich brauche ich auch noch ein Schild. Und ich weiß nicht, wie ich das managen soll. Hier aus der Situation vernünftig rauszukommen. Hey, es wäre nochmal dreifach räudig gewesen, wenn er es jetzt geschafft hätte, mich abzuschwächen. Das wäre natürlich nochmal so richtig mies für mich tatsächlich. Ich kann es mir, glaube ich, auch nicht erlauben, das jetzt hier zu schilden. Eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt rausgehe, bringt mir das wahrscheinlich auch nicht so viel. Guck mal, ich habe noch ein KP. Wir gehen jetzt raus, dann drücke ich dir hier die Attacke. Nein. Komm, wir sparen uns das, das bringt nichts. Hättest du jetzt kein Schild mehr, hätten wir das vielleicht noch ein bisschen drehen und wenden können, das Ganze. Aber weil du noch ein Schild hast, mache ich da einfach nichts mehr. Dann lassen wir uns jetzt hier besiegen und nehmen das einfach mal so hin, dass ich an der ganzen Situation leider nicht mehr viel ändern konnte. Ärgerlich. Ja, das ist natürlich doof in der Führung. Das ist echt doof für mich in der Führung, so ein Drachen-Pokémon. Da wäre unser Drache aus dem gestrigen Video ein besserer Führungsgegner. Ne? Tatsächlich ja, durch den Eisdrachentyp kann man da nämlich Schaden zufügen. Und das wäre das gewesen, was man machen möchte. Ist leider nicht eingetroffen, von daher, ja, schwierig und ein bisschen doof. Aber egal, hey, wir haben nochmal die Möglichkeit, einen Kampf zu gewinnen. Und das wäre auch ultra schick. Würde es sich hier rentieren, auf den Sturzflug zu gehen? Oder wie macht man das am besten? Geht er jetzt hier gleich einfach raus? Ey, es sind ja gerade so viele Variablen in meinem Kopf und ich weiß nicht, wofür der Gegner sich entscheidet. Sturzflug und rausgehen wäre auch irgendwo schick. Hätte auch irgendwo Stil, da muss ich ja mal zugeben. Bam, einfach weg und snipen. Ja, schade. Schade, dass hier wieder diese eine KP-Geschichte ist, ne? Das ist gerade mega nervig. Aber in Ordnung. Können wir nichts dran ändern. Und das hier ist tatsächlich eigentlich gar nicht so tragisch.
Wäre natürlich schöner, wenn wir dich direkt mit Fiaro bekämpfen könnten. Aber durch die Defensive und weil wir hier auch die Möglichkeit haben, damit ist es ganz geil. Ich meine, der Gegner hat noch die Möglichkeit, mit seiner Sofortattacke effektiven, oder was heißt effektiven, neutralen Druck auszuüben. Meiner wird halt massiv resistiert. Server haben mich hier nicht angreifen lassen, was natürlich auch ganz geil ist. Finde ich ultra schön, dass ich hier nicht die Möglichkeit hatte, eine Attacke zu machen. Aber egal, meine Freunde. Okay, das ist gerade gut für mich. Tatsächlich ist das gut. Ich darf jetzt hier den Nahkampf nicht durchlassen. Das wäre halt eigentlich egal. Eigentlich wäre das egal, wenn ich den durchlasse. Tatsächlich. Eigentlich nicht von Bedeutung, weil wenn er mich jetzt besiegt hätte, hätte ich mit Fiaro runtergefarmt. Und so habe ich jetzt halt noch zwei Schilde für Fiaro und kann einfach nur Nitroladung und Einäschern Schaden verursachen. Der Gegner kann, wenn er uns den Gefallen tut, auch einfach aufgeben, weil aus der Situation kann er eigentlich nicht mehr raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das noch irgendwie hinkriegt. Aber erster vielleicht bin ich auch zu naiv, weil ihr wirkt gerade sehr optimistisch, das hier noch zu schaffen. Ich schilde Attacke 1, dann kommt Einäschern bei ihm an. Bam, wird ihm wehtun. Dann setze ich nochmal ein, Attacke 2 wird ihn gleich besiegen und das war's dann. Deswegen hätten wir uns die Zeit auch sparen können, aber ist in Ordnung. Ja, Razzap war jetzt schön, dass das das letzte Pokémon war, ne? Das hat mir natürlich gut in die Karten gespielt, einfach nur wegen meinen Kommandutan-Schaden. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Und nochmal zum Abschied von diesem Cup ein schmackhaftes 4 zu 1. Das ist ultra schick, meine Freunde. Die Punkte würde ich mitnehmen und müsste jetzt bei 2,6 noch was ankommen, richtig? Ja, perfekt. Alles klar. Ist in Ordnung, kann man mitnehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.